Meine Damen und Herren, zum Jahresausklang bietet das erste Programm des deutschen Fernsehens ein buntes Angebot an Unterhaltungssendungen. Ich begrüße Sie dazu recht herzlich und wünsche Ihnen einen guten Abend. Gleich zu Beginn Stars in der Manege, die große Zirkusgala zugunsten alter Künstler und Journalisten im Münchner Zirkus Krone mit viel, viel Prominenz. Um 21.55 Uhr Rudis Tagesshow, die letzte Ausgabe des lustigen Nachrichtendienstes von und mit Rudi Carrell. Um 22.25 Uhr dann ein Spielfilm, Musketier mit Hieb und Stich. Jean-Paul Belmondo spielt die Hauptrolle in dieser witzigen Abenteuerkomödie. Ab 0.05 Uhr dann bis 2 Uhr morgens gibt es ein Wiedersehen und ein Wiederhören mit Showstars aus den Unterhaltungssendungen der ARD in der Nachlese 1982. Ja, meine Damen und Herren, und damit heißt es nun Manege frei. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Fernsehabend und viel Vergnügen bei der 20. Wohltätigkeitsgala mit Stars in der Manege. Zirkusgala der Abendzeitung München. Stars in der Manege. Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seil, hella hopp, hella hopp, hella hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand. Hella hopp, hella hopp, hella hopp. Er lachte ho, 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 und machte ho, 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 ganz sachte ho, 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 und rief hella hopp, 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 hella hopp. Er ritt auf die Seil ganz hoch in die Luft. Hella hoppela hoppela hopp, das könnte er machen zwölfmal oder nie. Er lachte dazu und versticht sich nie. Hella hopp, 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 hella hopp. Oh, mein Mama, war eine Wunde. Schöner Mann, ein Mann.
Dann warf er sechs Bälle hoch in die Luft. Ella hoppela hoppela hopp. Er ließ sie tanzen im freudigen Licht. Er strahlte glücklich im ganzen Gesicht. Ella hoppela hoppela hopp. Er lachte ho 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 und machte ho 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 ganz sacht ho 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 und rief Ella. Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp. Ella hopp, Ella hopp. Er rollte die Kugeln wie im Galopp. Ella hoppela hoppela hopp. Das könnte er machen auf schwindigem Hö, Papa de Klo von der ganzen Soiree. Ella hu, 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 Ella hu.
Nein, Sie müssen mich da schon durchlassen. Jetzt sind Sie halt so nett gegen es weg. Ich will ja nicht zuschauen, ich will ja da auftreten. Wie man da überhaupt auftreten kann in dem Song. Ich möchte nicht die halbe die Manege in meine Schuhe haben, drum den Sand, das möchte ich nicht. Naja, also vorsichtig, probiere es mal, vorsichtig auftreten. Nicht wie sonst, sondern vorsichtig. Sie, gell? Und die aufsässigen Viertel, die lassen Sie mir jetzt nicht rein, solange ich da bin, gell? Nicht, dass man so geht wie der Christel Sembach-Krone, dass ich da in Freiheitsdressur vorgeführt werde, das möchte ich nicht. Ja, ja, da war ich jetzt, Verzeihung, da wäre ich jetzt. Willkommen im Zirkus Krone, meine verehrten Zuschauer, zur 20. Gala Stars der Manege. Ja, jetzt werden Sie sich fragen, was ich da verloren habe, ausgerechnet, so ein Gescheiter, ne? So ein Bauerndarsteller, so ein, der Bayer haben wir, der Hinterhofschreiner von vorne. Ja. Aber wissen Sie, erstens bin ich kein Star und zweitens in der Manege-Show gleich überhaupt gar nicht. Und dann haben Sie mich halt gebeten, dass ich da herkomme als Aushilfe, wissen Sie, als Einheimischer, der mit der Trambahn herfahren kann und keine großen Reisekosten verursacht. Seit dem Salto Mortale in Bonn, seit der großen Wende im deutschen Zirkus, wird jetzt überall gespart. Ja, und da habe ich halt ein bisschen ausgeholfen. Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich mache das wie unser bayerischer Ministerpräsident in Bonn. Ich spring ein, wenn man mich braucht. Aber Sie glauben ja nicht, wie oft unsere bayerische Gutmütigkeit und Bescheidenheit in Anspruch genommen wird. Klar. Ja, also Sie, meine Damen und Herren, die zahlenden Zuschauer, Sie sind ja die einzigen Wohltäter eigentlich heute Abend, nicht? Ja, und die Tiere vom Zirkus Krone. Und die Stars. Weil jeder Star, der hier heute auftritt, der hat auf sein Honorar verzichtet. Ich bin kein Star. Nein. Sie treten zwar gratis auf, aber doch nicht ganz umsonst, denn wenn noch einer da vielleicht vom Seil runterpurzelt oder wenn ihn ein Elefant tritt oder ein Hund beißt oder ein Löwe annagt, dann hat er ja Ihren Beifall und das ist der schönste Lohn. Wenigstens heute Abend, ja. Ja, und die Erste, die sich jetzt um ihren Beifall bemüht, das ist die kleine, na, die nette, die Dings, na, wie heißt denn? Na, das nette Mädel, na, unser reizendes Friedensteiberl, die uns den Grand Prix Eurovision gewonnen hat. Ja, und die uns den nächsten Grand Prix Eurovision nach München eingebracht hat. Das kostet einen Haufen Geld. Und das muss sie jetzt hier abarbeiten. Ein neuer Stern am Schlagerhimmel, der jetzt dann gleich senkrecht aufwärts.
die Marianne Hoppe. So eine große Schauspielerin und so kleine Zamperl. Ihrer Rasse darf man diese Vorstadtmischungen in Taugs Hunderevue bestimmt nicht fragen. Aber bei der Marianne Hoppe Mandel machen dürfen, das muss doch schön sein. Keke Rosberg, der Weltmeister in der Formel 1, der ist für heute Abend von Pferdestärken auf Elefantenstärken umgestiegen. Auf! Auf! Auf!
Bravo, Maler. Bravo. Was macht denn die Beatrice Richter da am Trampolin? Die Kollegin von Rudi Carrell wird sich doch nicht von David Peterway und Paul Laxen als fliegende Holländerin ausbilden lassen. Was macht die Beatrice Richter hier? Hier. Aber was heißt, was mache ich denn hier? Was macht ihr denn hier? Wir sind die Profis. Ah, ihr seid die Profis. Ah! Wenn ihr die Profis seid, was mache ich denn dann hier? Oh, ja, und was machst du denn hier? Was mache ich denn hier? Ah, ich fiel dann auf. Da. 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 Da, da, da. Außerdem weiß jedes Kind, dass wir nicht dort unten springen, sondern oben drauf. Da. Jawohl. Ja. Legst dich hin. Hinlegen.
Anhocken. Anhocken. Okay, Hände. Hände. Und machen wir... Basketball! Doppelweltmeister, springen! Und schau zu. Aber nicht und ruhig. Bleiben! Unterstützung! Okay, mitzähle und... Meine Damen und Herren, ich möchte bitte um absolute Ruhe jetzt. Sie sehen in einer Uraufführung den dreifachen Salto. Den dreifachen Salto. Mit einer Schauspielerin natürlich. Ah!
jetzt kommen eigentlich gleich zwei Stars. Dieser rassige, grauhaarige Trakehner-Hengst Fabian zeigt uns jetzt die klassische hohe Schule. Ja, und die hat er beim Herrn Dr. Rainer Klimm gelernt. Spaßvögel behaupten, das Wichtigste bei der Zirkusartistik sind die Kopfwehtabletten. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Besonders bei so einem Zopfhahn, den uns die Katharina Jakob jetzt zeigt. Ein schönes Kalb. Thank you.
schönes Paar, die Marisa Mell und der Franz Beckenbauer. Aber es ist natürlich nur eine Illusion, eine Nummer des magischen Zirkels. Fragt sich nur, für wen es eine Illusion wird. Den Franz. Der will die Marisa verschwinden lassen. Das haben bestimmt schon viele probiert. Aber beim Franz wissen wir ja, dass er steile Vorlagen hervorragend verwandeln kann. Sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wird es Zeit, dass wir uns einmal bei Günter Norris bedanken, bei der wohltätigen Big Band der Bundeswehr. Können wir die üben schon? Nein, die üben noch. Die üben noch. Naja, dabei kann ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Über die Stars in der Manege. Sieh, da hinten geht's vielleicht zu. Das ist ein Zirkus. Da ist das, da hier vorn, ist ganz harmlos.
Da will nämlich jeder der Superstar sein. Jeder will die tollste Nummer haben und ja, sie soll ganz einfach sein. In den 20 Jahren dieses Galaabends hat sich ja nun langsam herumgesprochen, dass die artistischen Nummern die schwersten sind, weil da muss ja jeder selber arbeiten und ganz für sich allein. Darum möchten sie alle mit Viecherl auftreten. Ja, da arbeiten ja die Tiere. Das heißt, der Dompteur hat mit diesen Tieren gearbeitet und die Viecherl sind ja so gescheit, was die gelernt haben. Die bringt ja nicht einmal ein Star in der Manege draus. Die todesmütigen Stars, die hat es früher mal gegeben, die haben sich noch einen Messerwerfer so direkt vor die Zielscheibe gestellt. Da haben wir ganze Reservebank braucht. Ja, da werde ich auch einmal dran kommen. Ja. Ja, und das Gerangel um die Reihenfolge, das können Sie sich noch gar nicht vorstellen. Aber beim Zirkus ist das ganz klar, nie zwei Tiernummern hintereinander, weil da würden sich ja Hunde und Katzen da draußen am Vorhang begegnen. Das geht nicht. Und dann immer eine Nummer am Boden und eine Drohung und eine am Boden und wegen einem Knack, wissen Sie schon, weil sonst kriegt man ein steifes Knack. Ja, ja, und dann müssen Sie natürlich jeden Star davon überzeugen, dass er den wichtigsten Platz im Programm hat. Sie, da müssen Sie reden und reden, bis der endlich wirklich glaubt, er ist der Höhepunkt des Programms. Weil Sie sind ja alle sehr ehrgeizig. Weil eine schwache Nummer, die wirkt sich aufs Hauptgeschäft aus. Nicht? Das ist logisch. Stellen Sie sich doch vor, nicht? Was darf das Publikum sagen? Da greift einer am Trapez daneben, nicht? Wenn der dann Klavier spielt. Dann sagen die Leute, ja, wenn der am Trapez schon daneben klang der beim Klavier auch daneben. Da tut es zwar ihm nicht weh, aber uns halt. Nicht? Und eigentlich ist ja der Titel schon falsch, weil es dürfte ja gar nicht heißen Stars in der Manege. Die sind Stars überall, bloß nicht in der Manege. In der Manege, da sind sie doch Amateure, da sind sie blutige Anfänger. Und dies, genau dies, ist der Reiz fürs Publikum. Ja, wenn ein Seiltänzer auf dem Seil tanzt, ist ja das nichts Besonderes. Wundert sich ja niemand, nicht? Bloß wenn er runterfällt vielleicht, ja. Oder wenn ein Dompteur in einen solchen Löwenkäfig da reingeht, ja, der geht doch dann nicht wie Sie ins Büro. Das ist doch denn sein Beruf, nicht? Aber wenn ein Schauspieler im Löwenkäfig sitzt, da wird's brenzlig, da wird's aufregend, da passiert was. Also wegen mir brauchst du keine Angst haben, so schnell sind die Löwen gar nicht herin, wie ich wieder draußen bin. Wir haben uns natürlich schon jemanden bestellt, da rein in den Löwenkäfig. Wir haben uns gedacht, ein Franzose sollte es sein, denn die Franzosen, die sind geübt im Umgang mit Katzen aller Art. Oder ein Indianer, der kennt keinen Schmerz. Und dann ist uns einer eingefallen, den haben wir die Löwen so oft vorgespielt und nach dem dritten Karl-May-Film waren die so gerührt und hingerissen, dass er jetzt ruhig reinkommen kann. Monsieur Pierre Price. Dankeschön, meine Kinder.
Platz, am Platz schnell. Sultan am Platz, Sultan am Platz, Sultan am Platz, schnell. Sultan, Platz, Sultan, Platz. Sultimi, Sultan. Du schläfst heute, Sultan, Sultan. Auf. Warum so? Warum siehst du mir so böse aus? Ja? Warum? Fatima, Fatima, schnell, alle Kinder, alle meine Kinder, alle, 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 komm hier auf, 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 Sultan, auf. Ja. Ausdringen, schnell. Jetzt strahlt er, der Pierre, weil er von Tom Dixlöwen nicht angelacht worden ist. Da drüben im Publikum, statt in der Manege. Die haben Kollegen entdeckt, politische Jongleure. Bisschen ruhiger halten, Herr Strauß, dann bleibt man länger am Ball. Die zwei werden sich doch nicht plötzlich die Bälle zuspielen, die zwei Bayern. Akrobatik unter der Zirkuskuppel mit den Linders. Pass bloß auf, Jürgen Markus, weil eine neue Liebe findest du leichter als ein neues Leben.
Tauscher her. Respekt, Respekt. Hätten Sie dem das zugetraut? Ich nicht. Na, das hätte ich selber nicht besser machen können. Jetzt wieder so ein Star mit einer Tiernummer. Ja, das ist typisch. Genau wie ich vorhin gesagt habe, alle möchten mit nette Viecherl auftreten, damit die sich plagen müssen. Sind ja sowas von gescheit. Jetzt bin ich bloß gespannt, was dieser kostümierte Star in den Körben da mitschleppt. Oder sind am Ende auch noch Viecher drin? Ah, vielleicht wird das die Nummer Der alte Mann und das Meer. Schweinchen. Thank you.
dieser arme alte Kerl kann einem richtig leid tun. Haben Sie ihn erkannt? Nein? Sie kennen ihn. Sie kennen ihn als betrogene Ehefrau. Sie kennen ihn sogar als Mörder. Natürlich aus Film und Fernsehen. Aber dass sie so schnell auf den Hund kommt durch Old Ragnes, hat sie selbst nicht geglaubt. Ihre, unsere Judy Winter. Ja, der hat uns ja schon bei der Eröffnung so schön aufgespielt. Will der uns jetzt schon heimgeigen? Ich bin neugierig, ob Sie den erkennen. Guten Abend. Buonasera, buonasera, come va? Wunderbar. Schönen guten Abend, meine Herren, guten Abend. Bitte entschuldigen Sie einen Moment, hier ist gerade ein Bier abgegeben worden. Ein Bier? Ja, und zwar für einen gewissen Herrn Angelo. Angelo? Ja, wer ist das? Angelo. Ich bin Angelo. Ich Ach, Sie sind Angelo? Name, ja, bitte schön, Herr Angelo. Es ist Ihr Bier. Oh, und zwar Danke. Für Sie ganz alleine. Für mich alleine? Richtig, jawohl. Aha. Bitte schön. Ganz alleine. Hallo, Herr Peter, einen Moment mal. Ja. Ist das für ihn ganz alleine? Ja, für ihn ganz alleine. Dankeschön. Ja, bitteschön. Hast du verstanden? Verstanden? Natürlich verstanden. Für dich ganz alleine. Du, sag mal, gib mir mal einen ganz kleinen Schluckel davon, so ein bisschen. Ja. Ein ganz, gehört? Ja. Für mich ganz alleine. Für dich ganz alleine. So ein ganz klein bisschen. Gut Bier, bayerische Bier. Gut. Bayerische Bier, ja, man hat ganz alleine. Sehr gut. Angelo, als dein guter alter Freund, so einen kleinen Schluck. Gar nichts. Aber für mich auch nicht so ein kleinen klein Schluck. No. Du hast gerade gehört, was? Bier ist für ihn ganz alleine. Ja, ich kenne sowas. Maleducato, weißt du? Ja, sie ist maleducato. Hast du das gesehen? Der hat überhaupt keine Bildung, der. Ich hab keine. Ja, natürlich. Hast du gesehen, was er gemacht hat? Horribile. Ah, oh, schrecklich. Der hat so die zwei Finger in das Glas reingesteckt. Überhaupt keinen Anstand. Das hat er gemacht, ja, ja. Das hat er gemacht. Ja. Du, aber gib mir mal ein ganz klein bisschen. Gar nicht. Klein bisschen. Nein. Richtig, nichts. Ganz allein für mich. Angelo, der Bento ist jetzt weg. Einen kleinen Schluck kriege ich davon. No. Du, Angelo. Sie? Weißt du, was der gesagt hat von dir? Ja, der hat was erzählt von dir. Ich weiß nicht. Nein. Was? Soll ich dir das sagen? Ja. Einen Moment, komm her. Ich erzähle das ganz langsam im Ohr. Ja, das ist eigentlich... Wirklich? Das ist wunderbar. Das ist sehr gut. Nein, komm, du kriegst überhaupt nicht. Er hat das gesagt. Du, der hat noch viel mehr gesagt. Mehr? Ja, natürlich. Schrecklich. Ja. Komm, ich erzähl dir alles. Ja, alles. Du, das ist wunderbar. Wunderbar, ne? Du kriegst überhaupt nichts. Ach, gar nichts. Nein, das ist für mich ganz alleine. Du, pass mal auf, Angelo. Lass mir mal einen ganz kleinen Schluckel davon. Was noch? Ein ganz klein bisschen so. Wieso? Was noch? Ich habe gesagt, nein. Was heißt nein? Nein. Er hat ja gesagt, mal so ein ganz... Für mich ganz alleine. Ganz alleine. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ganz alleine. Hallo, was machst du da? Ey, der Tomat, dass du wegkommst. Bitte. Überall, ja. Okay, basta. Stopp. Ja, stopp, ja. Damen und Herren. Ja. Alla vita. Prost. Ja. Ihr Angelo. Prost. Ja. Prost. Oh. Ach, komm mal, kannst du rauskommen. Ja, sowas schon. Thank you.
Haben Sie ihn erkannt? Das war der italienische Geiger Angelo Branduardi mit dem Bentos. Dieser Paganini-Nachfolger hat wahrscheinlich heute auch zum ersten Mal um ein Bier gespielt. Na, und dann haben Sie bestimmt bei der Eröffnung auch eine andere Künstlerin gleich erkannt. Die amerikanische Sängerin, die da gerade wiederkommt. Das ist die Julia Vigenis. Mit anderen reproduzierenden Künstlern. Nach Oh mein Papa kommt jetzt die Fortsetzung Oh mein Papa Guy. Jetzt heißt es aufpassen, jetzt wird's sportlich. Da kommt nämlich unser Tennisstar, die Silvia Haneke. Fuck's over! Oh my
Lucy, hey, hey, ready, Richtung. Ready, ja, ready. So. Yeah, hey. Whoa, good in there. Fire, 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 fire. Backhand. Fire, 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 fire. How much am I ahead? I'm winning. Yeah. Oh, danke schön, Sylvia. Danke schön. Oh. Hey, Frau West. Frau West. Auf deinem Kopf. An meinem Kopf. Schönes Silvester. Ich gehe nach Hause. Ja. Between the legs, Sylvia brings him in, over the back end, nice swing and a miss, Reggie, oh, over the back end, another swing and a miss, whoa, oh, oh, oh. Alle Achtung, dabei hatte Sylvia bisher noch nie Federball gespielt. Und dann gleich gegen Forgy und seine Partner, die Badminton-Champignons aus Holiday on Ice. Eine Szene im Wirtshaus. Ja, und so eine schöne Kellnerin. Und noch dazu historisch. Aber das hat er auch schon gemerkt, der feine Herr. Das ist der Schauspieler Sigmar Solbach und seine Kollegin Jolanda Egger. Ja, du lieber Himmel, was kommen denn da für finstere Gestalten daher? Die Fechttruppe Romantik aus Prag ist es.
Das ist halt das Schöne beim Fechten im Film, dass alle gleich wieder aufstehen. Jetzt passen Sie auf. Nicht geniert, komm rein da. Nein, so ist es recht. Ja. Die anderen Stars wollten nämlich nicht mit dir auftreten. Aber ich trete mit dir auf, die Antwort, du kannst nichts. Jetzt geht's so. Jetzt geh rein, so, jetzt komm. Ja, das ist ja so ein netter Kerl, der soll auch ins Fernsehen. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir da rum. So, so schön. Ja, nun läuft der Zeit. So, jetzt gehen wir weiter. So ist es brav, ja. Sieh, der ist hochbegabt. Der ist politisch hochbegabt. Wenn der Mist macht, legt er die Ohren an und taucht sofort. Von dem werden Sie bestimmt noch hören. Ich habe bloß Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wie ich ihn rufen soll. Kommt ihr zu? Wenn ich dicker schreie, dann dreht sich ja der halbe den Bundestag um. Franz Josef, das hat mir gefallen. Alter. Der ist nämlich, jetzt geht's ja, jetzt kommt, der ist nämlich hellwach und hört das Gras wachsen. Bloß wo er hintritt, wächst kein Gras mehr. Komm, jetzt. Aber wissen Sie, wenn Sie sich dieses Stehvermögen anschauen, den bringen Sie von keiner Position weg. Hans-Dieter war nicht schlecht. Jetzt komm, bloß hat er ein kleines Schwanzerl, aber dafür wackelt er umso schneller damit. So, jetzt gibt's. Na, schauen Sie sich das an, wie der treuherzig und gutmütig und brav und standhaft immer schön im Kreis rumgeht. In diesem, unserem Sande. So, jetzt. Und überall, wo wir hinkommen, da waren wir schon mal. Ne? Helmut, der da passt. Ja. Hans-Jochen ist ein bisschen zu streng. Hansi. Ne? Sehr intelligent, bloß hin und wieder, da ist er so dumm und lasse ihn ins kalte Wasser schmeißen. Jetzt geht's um. So, aber ich glaube, wir warten noch ein bisschen mit der Namensgebung bis zum 6. März, nicht? Dann liegen wir besser im Trend. Und bis dahin üben wir jetzt eine Nummer. Jetzt schau her, jetzt komm. Haha, wird der das Maul aufreißen, wenn er den Grünen sieht. So, jetzt. Jetzt pass auf, gib mir doch hin. Jetzt. So. Jetzt. Ja, so nein damit. Ja, das ist nämlich. Das ist nämlich eine ganz beliebte Nummer bei unseren Bundestagsparteien im Wahlkampf. Zu jeder Mahlzeit einen Grünen fressen. Und dann's mal halten. Also für den Anfang war das doch schon ganz schön, nicht? Und wenn wir zwei jetzt so weiter üben, dann können wir vielleicht am Ende nächstes Jahr auch zu den Stars der Manege. Ja. Und vielleicht kann bis dahin einer von uns den Salto Mortale.